Jazz oder Pop. Der Wiener Pianist Thomas Barth lässt sich nicht in stilistische Schubladen einordnen. Seine erste CD in den USA produziert, beeindruckt auch VIP-Tipper Georg Danzer. Er hat also wirklich, und das will einiges heißen, in den Vereinigten Staaten so doch unterm Strich sehr, sehr gute Kritiken in angesehenen Jazzmagazinen bekommen. Ich würde Ihnen sehr empfehlen, sich dieses Konzert im Reigen nicht entgehen zu lassen. Thomas Barth studierte Klavier und Komposition, bis ihn der Jazz gepackt hat. Von seinen Vorbildern hat ihn nicht das perfekte Spiel, sondern die Einstellung zur Musik beeindruckt. Wenn ich denke an, also von pianistischer Seite, an Herbie Hancock oder an Joe Zawinul, das waren immer Leute, die selber Grenzen überschritten haben. Es wäre jetzt relativ langweilig, ein ganzes Leben als Herbie Hancock-Klon oder Joe Zawinul-Klon zu verbringen. Das tun einige, aber es ist nicht mein Weg. Sein Weg brachte ihn immer öfter nach New York. Seit 2 Jahren lebt und arbeitet der 36-jährige Pianist vorwiegend in der amerikanischen Metropole. Die ideale Stadt, um seine Vorstellung von Musik zu realisieren. Die Musik ist Kommunikation in Tönen. Und zu dieser Kommunikation gehört auch die Kommunikation mit Menschen, auch die Kommunikation mit, auch mit sich selber. Und auch das ewig anhaltende Streben nach einer Optimierung dessen, was man tut. Das Thomas Barth Trio am Mittwoch im Reigen in Wien.